Hallo, grüß euch und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening DX. So, das müsste jetzt die 14. Folge sein. Und somit bin ich dann auch wieder mal ein bisschen im Rennen, was die Folgen betrifft im Vorhinein. Genau. So, wir haben im letzten Part die Tauschquest weiter vorangetrieben, haben den Hibiskus ihr gegeben, haben jetzt den Brief bekommen. Und den müssen wir jetzt zu Dr. Wright bringen. Und den bringen wir jetzt auch mal. So, wie kaum machen wir es am besten? Am besten ist, glaube ich, wenn wir den Teleport dann schnappen, oder? Das heißt, wir gehen da runter. Genau. So, dann da nach oben. Ah, warte mal, das war jetzt falsch. Das war jetzt falsch. So, da müssen wir lang. Genau. So, dann rein in den Teleporter. Und ich glaube, es reicht eh schon, wenn wir uns nur einmal teleportieren. Dann sollten wir bei der Orungersteppe rauskommen. Ich glaube, das ist Ecke in der Nähe vom Möwendorf. Jawohl. Gut, dann weg mit dem Ständer. Muss man gleich wieder mit dem Pegasus-Stiefel aus. So, jetzt müssen wir nochmal zum Zauberwald. So. Das heißt, darauf. Genau. Durch die Allee durch und rein in den Wald. So, da weiter nach oben. Ich glaube, noch weiter nach oben. Dann mal nach rechts. So. Dann wieder nach oben. So, jetzt müssen wir, glaube ich, gleich mal springen. Da, glaube ich, nach links. Jawohl. Genau, genau, genau. So. Da brauchen wir jetzt die Feder. Und da müsste er sein. Perfekt. Was ist denn das? Ein Brief für mich? Das ist ja toll. Und sieh doch noch, mit einem Foto. Stimmt, da war ja was mit der Prinzessin Peach. sie ist das so hübsch. Warte, warte, ich muss dir irgendwas für deine Mühen geben. Moment, dieser Besen ist alles, was ich habe, okay? Okay. Aus Dankbarkeit hast du von Dr. Wright einen Besen erhalten. Wenn er wüsste, wie Christina wirklich aussieht. So. Die Frage ist, wir brauchen einen Besen. Warum hast du direkt für dein Haus einen Abgrund? Das sieht alles andere aus. Praktisch. Aber gut. Einen Besen. Mir würde aktuell nur eine Dame einfallen, die eventuell einen Besen brauchen könnte. Oh, die hat eigentlich schon an. Aber vielleicht ist er gerade kaputt worden. Ich bin so falsch. So. Dafür gehen wir wieder ins Möwendorf mal zurück. Herz nehmen wir mit. So, das heißt, genau den Weg, den wir gekommen sind, wieder zurück. Ich ignoriere jetzt die Gegner mal. Könnten zwar probieren droppen, aber hey, sehen wir immer nur einer. So, und zwar die ältere Dame da unten, die kehrt, oh, ich glaube, sie hat keinen Besen. Oh, ein neuer Besen für mich? Er ist doch für mich, oder? Klar, sicher, dann kannst du ein, dieser Sound immer. Danke, ich gebe dir dafür den Angelhaken, den ich beim Kehren am Fluss gefunden habe. Du hast den Besen gegen einen Angelhaken getauscht. Was wirst du wohl für den Angelhaken bekommen? Ja, vor allem denk, wo gebe ich den ab? Das ist eher die Frage. Man würde mir nicht spontan keiner einfallen. Ah, warte mal, doch, 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 doch.
Ich kann mich schon wieder erinnern, wo ich den abgeben kann. Das geht auf jeden Fall jetzt doch nicht. Alles klar, gut, passt, dann haben wir das. Dann suchen wir es mal Maron auf, würde ich sagen. Damit der Story wieder wegen weiterkommen. So, und die müsste jetzt eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, wir können einfach mal die Leute fragen. Habt ihr Maron gesehen? Das war nicht meine Frage auf meine Antwort. Nicht die Antwort auf meine Frage. Auch das ist nicht die Frage auf meine Antwort. Na, die Antwort auf meine Frage. So. So, eigentlich irgendwie... Ah, warte mal, ist das... Ja. Bin am Strand. Eine Marin. Oh, das ist schon lieb. Genau. Da sollte ich lesen. Dann gehen wir zum Strand. So. Ups. Wollte das Kind jetzt nicht schlachten? Wollte ein Grasbüschel erwischen, ich schwör. So. Verpiss dich da mal. Du auch. Aber Bait. Ein Götterahorn. Es reduziert die Verletzungen durch die Gegner um die Hälfte. Das heißt, es ist nur Viertel mit der blauen Rüstung. Das macht sie dann schon weniger bemerkbar, auf jeden Fall. Autsch. So. Ah, war da oben gewesen, nicht übersehen. Nehmen wir mit. So, weg. Weg. Und weg. So. Ah, jetzt habe ich mir die Grabe da wieder. Ah, das ist ein Herz. Da hat sie eh noch nichts getan wahrscheinlich. Nö, okay. Oh, die leben wieder. So. Gut, dann wollen wir mal. Hallo Marin. Oh, Tom. Schön, dass du mich hier besuchen kommst. Willst du dich ein bisschen zu mir setzen und reden? Klar, auf jeden Fall. Manchmal frage ich mich, woher diese Palmen kommen. Harin sagt, dass es außer dieser Insel nichts gäbe da draußen auf dem Meer. Aber da muss es etwas geben. Als ich dich am Strand gefunden habe, Tom, ich war ganz außer mir. Ich hielt dich für ein Zeichen der Götter. Wenn ich eine Möwe wäre... Ich würde nach weit draußen fliegen und überall für die Menschen singen. Ich frage mich, ob der Windfisch mir diesen Wunsch erfüllen würde. Ach, wenn du wüsstest, Marin. Hallo, Tom? Hörst du mir was zu? Tom, ich will alles über dich wissen. Was du denkst, was du fühlst, was du liebst. Was? Ich soll mit dir zum Walross gehen? Okay, dann lass uns losgehen. Marin kommt mit. Das ist die Gelegenheit. Jawohl. So, dann füllen wir sie mal aus. Ich möchte das da noch kurz mal schauen. Super, grabe uns ein Loch bis zum Mittelpunkt der Erde. Okay. Das ist irgendwie cool, dass du da jetzt Kommentare auch gibt. Ich wollte eigentlich nur mal schauen, ob da jetzt eine Muschel zufällig irgendwo ist. Schaut aber nicht so aus. Okay. Naja, das mit Mittelpunkt der Erde ist wirklich, glaube ich, nichts. Hoppla. So, jetzt tue ich es wieder weg, die Schaufel, weil sonst dauert das ein wenig zu lang. So. Kann ich mit ihr durch einen Teleporter gehen? Wir werden es testen. Ich werde erstmal die Pegasus-Stiefel nicht auspacken. Wir würden nicht davon rennen. Oh, Robine nehme ich mit. So viel Zeit muss sein. So. Dann geht's da wieder nach oben. Zurück zum Möwendorf. So.
So. Da wären wir wieder. Hallo. Hallo, ihr zwei. Wo geht ihr denn hin? Okay, es geht mich ja nichts an. Ich bin ja nur ein Kind. Hallo, ihr zwei. Wo geht ihr denn hin? Okay. Geht mich ja nichts an. Ich bin ja nur ein Kind. Genau dasselbe. So. Na du? Naja, der neue Besen kehrt gut. So. Schauen wir mal. Da müsste es wieder zur Orungasteppe gehen. Genau. So, die Steine. Genau. So, da ist der Teleporter. Marin, kann sein, dass das ein wenig schlecht wird. Aber das muss sein. So. Und einmal, es braucht jetzt das. Und einmal noch. Perfekt. So, und da wären wir. Dann geht's da wieder runter. Und dann geht's jetzt zum Walross. So. Das ist also das Walross. Sollen wir es ein wenig erschrecken? Ja, klar. No. Der hat mich jetzt aber erschrocken. Hä? Ich glaube, der will was von mir. Vielleicht soll ich mitkommen. Oh, dieser Karnickel. Okay, dann gehe ich jetzt mit ihm ins Zoodorf. Komm doch später nach, Tom. Klar. Wenn sogar jetzt schon. Ob er dann etwa irgendwas machen können, damit er dann nur Muschel gekriegt hat? Ich weiß, dass er da noch Ewigkeit nach einer Muschel gesucht hat. Und... dass wir da irgendwas machen. Es war einer der allerletzten Muscheln, die mir noch gefehlt haben. Aber ich weiß nicht mehr, was man da machen hat müssen. Oh! Es scheint durch Marins Lied in Trance zu sein. Also, es scheint durch Marins Lied in Trance zu sein. Kann ja gut nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt ein Duett. Okay, doch kein Duett. Ich spüre einfach ins Lied rein. Gut. Dann haben wir das erledigt. So. Genau, irgendwas muss man da tun. Entweder ein Lied. Ja. Hä? Hey? Ich mach das jetzt nicht noch das Geräusch. Was? Egal, gib mir eine Zaubermuschel. Ich krieg doch keine Zaubermuschel. Und warum kommt er jetzt nicht mehr? Okay. Ja, wie auch immer, das werden wir uns mal später anschauen. Aber wir probieren es noch. Da wäre er wieder. Ja, hier hat Marin, ich verstehe schon. Aha, ja, weil sie nicht da ist wahrscheinlich, okay. Na gut, lass was mal. So, und hier wären wir es in der Durstwüste. Aber ich glaube, das schauen wir uns dann erst in der nächsten Folge an, genau. So, was dann für mich wieder die nächste Aufnahmesession sein wird. Genau, weil jetzt sollte wieder bis zum, warte mal, jetzt muss ich gerade selbst schauen. Boah, haben wir schon wieder im Juni, um Gottes Willen.
Bis zum 2. Juni sollte ich jetzt wieder Folgen haben. Perfekt, perfekt, genau. Bin ich wieder mal, was Adventure Let's Play betrifft, im Rennen. Und diese Woche Freitag werde ich dann wahrscheinlich Senua's, also Hellblade 2, Senua's Saga dann aufnehmen. Genau. Und ein drittes Projekt möchte ich jetzt auch wieder starten. Es wird ein wenig ein Special-Projekt. Aber da muss ich es noch vorbereiten. Und es noch, eigentlich nur vorbereiten. Genau. So, aber wie gesagt, das war's jetzt mit dieser Folge. Vielen Dank wieder fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zu Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening DX. Bis dahin, bleibt gesund und ciao, euer Dom.